Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Anwesenden, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Wie gesagt, es wurde ja bereits vorgestellt. Mein Name ist Markus Bernhardt, ich bin Büroleiter der Bundestagsabgeordneten Silvia Gabelmann und ich bedanke mich, hier zu euch reden zu können. Anlässlich des heutigen Gedenktages für die verstorbenen Drogengebraucher und Drogengebraucherinnen überbringe ich euch solidarische Grüße meiner Chefin, die für die Linksfraktion im Gesundheitsausschuss des Bundestags tätig ist. Silvia kann heute leider nicht selbst bei euch sein, weswegen ich für sie eingesprungen bin. Vieles ist hier gerade bereits gesagt worden, weshalb ich mich tatsächlich auf das Wesentliche beschränken möchte. Wir haben uns hier versammelt, um an unsere verstorbenen Freundinnen und Freunde und Angehörigen zu erinnern. Mindestens 1.398 Drogenkonsumentinnen und Konsumenten haben im letzten Jahr ihr Leben verloren. Das sind genau 1.398 Menschen zu viel. Und es sind, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, 1.398 Anklagen an die politisch Verantwortlichen. Der frühe Tod unserer Freundinnen und Freunde war kein Naturgesetz. Die meisten von ihnen sind nicht an Drogen selbst gestorben, sondern an den Umständen des Konsums. 1.398 Menschen sind im letzten Jahr verstorben, weil die Mehrheit der politischen Verantwortungsträger ihre eigene Ideologie als wichtiger betrachtet hat, als Menschenleben zu retten und Grundrechte zu gewährleisten. Es mag im Kapitalismus sich gern gehört werden, aber es gibt ein Grundrecht auf Menschenwürde. Es gibt ein Grundrecht auf ordentlich bezahlte Arbeit, auf eine ordentliche Wohnung und auch auf eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung. Insofern ist unser Gedenktag eben nicht nur ein Tag der Trauer, er ist auch ein Tag der Anklage an die herrschenden Verhältnisse. Geredet wurde in den letzten Jahrzehnten genug und trotzdem, Deutschland ist noch immer ein drogenpolitisches Entwicklungsland. So darf es nicht bleiben, nun kommt es darauf an, zu handeln. Das heißt ganz konkret, da braucht man gar nicht drum herum reden, den bedarfsgerechten Ausbau öffentlicher Drogenkonsumräume und deren entsprechende Ausfinanzierung. Das heißt konkret, das Schaffen von Anreizen für Ärzte, in der Substitutionsbehandlung tätig zu werden. Das heißt konkret, eine Krankenversicherung für alle, Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Und es heißt konkret, Housing First-Angebote für diejenigen, die wohnungslos sind. Und vor allem die Entkriminalisierung des Drogenkonsums. Realistische Eigenbedarfsregelungen statt Kriminalisierung und Gängelung, ärztliche Abgabe sogenannter harter Drogen und damit das Austrocknen des Schwarzmarktes. Einen flächendeckenden Ausbau von Drug-Checking-Möglichkeiten auf den Punkt gebracht, ganz einfach, Hilfe und Prävention für alle, die sie brauchen. Das ist es übrigens, was selbst Teile des Polizeiapparats mittlerweile fordern. Ich darf erinnern, Olaf Schremm, Chef der Drogenfahndung im LKA Berlin, sprach sich schon vor knapp einem Jahr gegenüber dem Tagesspiegel dafür aus, dass auch sogenannte harte Drogen dafür Eigenbedarfsregelungen eingeführt werden sollen. Carsten Milius, Vizelandeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, betonte gegenüber dem Tagesspiegel ebenfalls wörtlich zitiert, dass das absolute Drogenverbot oft eher Problem als Lösung sei. Insofern muss ich selbstkritisch in Richtung des Bundestages sagen, fangen wir dort endlich an, im Sinne der Betroffenen zu arbeiten, anstatt immer nur zu reden und das dann noch von Dingen, von denen viele Abgeordnete nun wahrlich keinen Schimmer haben. Von daher komme auch ich jetzt zum Schluss. Ich danke euch für eure Geduld und wünsche euch alles erdenklich Gute. Das gilt übrigens auch für die vielen engagierten Mitarbeitenden der Hilfsprojekte, der AIDS-Hilfen und denen von Fitzpunkt und all denen, die ich nicht persönlich kenne. Ihr habt nicht nur den Dank und Applaus der Politik verdient, der schon selten genug ist, sondern auch eine Wertschätzung, die sich auf euren Konten bemerkbar macht. Ich wünsche uns allen viel Gesundheit und Kraft. Vielen Dank.